Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Jöni hier und herzlich willkommen zum nächsten Spider-Man 2 Let's Play. Ja, Freunde, guckt euch mal an im Hintergrund, wie cool chillen die zwei da bitte. Peter Parker, Miles Morales, aka Jude Bellingham. Also ich finde das einfach nur so geil, dass wir hier die beiden spielen können, endlich mal. Und bisher das Spiel einfach ein Blockbuster, eure Kommentare sprechen auch für sich, alle sagen, ey, ja, nee, es ist wieder wie damals, geiles Feeling. Und ich hoffe, ihr merkt mir auch an, dass ich diese Spiele einfach nur fühle und nicht einfach nur sitze und die irgendeine Scheiße laber. Ich erlebe quasi diese Spiele mit und ich bin froh, das gemeinsam mit euch machen zu können. Das ist eine riesen Leidenschaft von mir, die ich auch damit zu meinem Beruf machen konnte und das weiß ich sehr zu schätzen, Leute. Und wir machen jetzt genau da weiter, wo wir vorgestern aufgehört haben, nämlich beim Treffen mit Harry Osborn. Und ihr wisst, wer Harry Osborn ist. Es wird spannend werden. Jede Folge ist ja wie ein Actionfilm. Ich werde die Folgen natürlich alle wie immer 30 Minuten halten. Nicht länger, nicht weniger. Deswegen entschuldigt mich da bitte, Leute. Aber ich will das jeden Tag hochladen und da kann ich nicht jeden Tag 40, 50 Minuten Folgen hochladen. Halbe Stunde ist ein guter Richtwert. Und ich bin jetzt heute, wenn ihr dieses Video seht, bei meiner Ladeneröffnung. Deswegen muss ich vorproduzieren, schon am Freitag, wenn ihr dieses Video seht, und für Sonntag auch vorproduzieren. Aber wir starten jetzt rein mit Spider-Man 2. Ich hab Bock, Leute. Lasst immer einen Daumen nach oben da. Ey, ihr müsst die Videos nach oben pushen. Deswegen kommentieren, liken. Genau jetzt macht ihr das, Freunde. Und jetzt starten wir rein. Let's go. So, hier haben wir aufgehört. Oh ja, mir geht's gut. Der Stock ist nur eine Absicherung. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube, du hast mehr Energie als ich. Und denk einfach GTA Fahrradfahren hier, Alter. Dann erzähl mal. Was hast du alles so getrieben? Ich war Vertretungslehrer. Mit Betonung auf war. Und ich helfe einem Highschool-Schüler. Er ist was Besonderes. Glückspilz. Ohne deine Hilfe hätte ich die Matheprüfung nie bestanden. Ich habe von deinem alten Boss gelesen, Dr. Octavius. Das war bestimmt verrückt. Das kann man so sagen. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Harry, warum hast du nicht gesagt, dass du krank bist? Ich wäre sofort gekommen. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrecklich. Ich war 3 Jahre lang in einem Tank voller Heilmittel. Alter. Ich hatte immense Albträume. In einem Tank? Wow. Experimenteller Kram. Das ist heftig. Ey, meint ihr echt leid, Harry. Venom? Ihr habt ja gesehen, sein Vater Norman. Das Intro bei der ersten Folge. Oh oh, schaffen wir es da durch? Ja, easy. Moment, das ist die Midtown High. Ist das also unser Ziel? Ich sag weder ja noch nein. Mal für Yoga hier. Beruhige dich. Midtown High School. Ey, ich würde auch mal gerne einmal dieses College-Leben haben, Digga. Man sieht die ganze Zeit dieses College-Leben. Du guckst American Pie und so. Jeder ballert da mit jedem, jeder gönnt sich. Nein, hier Spaß, aber genau ihr wisst, wie ich das meine. Das College-Leben sieht immer so cool aus. Das ist aber nie so cool wie in Filmen, Leute. Merkt euch das. Das ist immer nur Attrappe. Danke. Komm schon. Was sollen wir hier? Wir haben die Highschool gehasst. Weißt du noch, als Flash und seine Kumpels meinen Laptop geschrottet haben? Die Präsentation war weg. Die für den Jungunternehmerwettbewerb. Daran haben wir Monate gesessen. Und das Landestreffen war am nächsten Morgen. Ich hatte ein Backup auf einem Stick. Aber der lag in deinem Spind. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Aber die sagten nein, weil es so spät war. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Warte, was hast du? Wir mussten sie aufhebeln. Wollen wir? Stell dir vor, es ist eine Falle. Wow, Flashbacks. Vergangenheit. Die Luft ist rein. Komm. Warum sieht Peter so anders aus? Aber habt ihr die letzte Folge gesehen, wie er MJ angeguckt hat? Ich dachte, du weißt es. Ich glaube, er ist noch verliebt in sie und ist neidisch auf Peter. Warum fragst du jetzt nach? Sag mir mein Gefühl so. Weiß nicht, ich bin halt nervös. Keine Angst, er ist da. Jetzt am Schlag der die Nummer 12. Wie ein Film. Das ist Wright Field Rick. Was macht er hier am Freitagabend? Er ballert die Angestellten das Spiel da. Anhören. Zeig uns den Rookie des Monats, Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Laufen wir durch. Na, warte, wer sieht uns? Peter sieht aus wie ein richtiger Gollum, Alter.
Nimmt den Hausmeister ab. Ja, wollt ihr das jetzt einfach schieben? Seid ihr bescheuert? Ziel einfach auf was Lautes. Ach. Eimer? Nee, zu viel Chaos. Hey, das war ein schönes Defensivspiel. Und wir sind mit zwei... Ich würde es gegen den Pappsteller... Gegen den Pappding, weil da bringt's nichts. Da würde ich es machen. Flash, mach dich auf was gefasst. Ja. Gut. Jetzt los. So was machen Verbrecher. Junge, hol dir... jetzt auch einer? Hey, ganz vergessen. Ich habe meiner Mom unsere Präsentation gezeigt. Welcome to Homecoming. Anekdote. Ihr einziger Kritikpunkt war der Name. Sie meinte, wir sollten sie Heilung der Welt nennen. Oh mein Gott, das ist perfekt. Oder? Wie geil diese Schulen hier aussehen, ne? Junge, ich will wieder zurück in die Schule, Alter. Ohne Scheiß. Jetzt, wo man nicht mehr in der Schule ist, da vermisst man die Schulzeit irgendwie. Und früher, wo man in der Schule war, hast du dir gedacht, wow, endlich bin ich raus aus der Schule. Dein Spind ist in der Nähe der obersten Treppe, oder? Runter! Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Wir teilen uns. Treffpunkt Turnhalle. Ach nein, hey, wer ist da? Wir haben Ärger, wir haben Ärger. Hilfe! Junge, was macht ihr da? War er zu dem Zeitpunkt schon Spider-Man? Das würde ich gerne mal wissen. Oha! Ich hab nichts mehr. Okay, er war schon Spider-Man. Die Frage hat sich beantwortet. Jetzt sag mich, bist du, du Mistkerl? An der Decke. Jemand spielt hier einen Streich, was? Scheiße. Ich müsste mal meine Netzschießer auffüllen. Moment, im Fotolabor habe ich noch mehr Netzflüssigkeit. Scheiße, würde dein Netz. Das ist noch neu für mich. Ich muss mir die Flüssigkeit besser einteilen. Ich kletter jetzt hier lang, Alter. Ach, da. Was machen wir hier irgendwo was? Er muss hier irgendwo sein. Da geht's noch weiter. Ich glaube nicht, dass wir hier runter müssen. Sonst würde uns irgendwas angezeigt werden, normalerweise, oder? Von Decke fallen lassen. Also, Bibliothek, Fotolabor, Turnhalle und dann zum Spind. Ganz leicht. Okay, wir müssen zum Spind. Der Weg ist frei. Also los. Duck dich doch, warum duckt er sich denn nicht, ey? Was war das? Shit! Was? Was? Nein! Hey! Oh, ich wünschte echt, ich hätte ein Online-Backup erstellt. War eindeutig ein Schüler. Den Geist von Midtown gibt es nicht. Schnockding, lösch einfach aus, Alter. Schacht betreten? Ah, da ist ein Schacht. Hab ich gar nicht gesehen, ey. Lüftungsschächte. Wie für Spinnen gemacht. Och, ich muss erst meine Netzschießer auffüllen. Ja. Netzschießer auffüllen. Netzschießer. Netzschießer. Okay. Wo habe ich die Netzflüssigkeit gelassen? Das hier, warte mal. Kaffee? Ansehen? Ach so, das sind Bilder. Hier ist you. Dr. Octavius hält nächsten Monat einen Gastvortrag. Ich sollte mir schnell eine Karte besorgen. Hier ist das Eiweiß von Sig Plus. Junge, was ist denn dir los, Alter? Ein wenig Heldenverehrung geht schon in Ordnung. Aha, Avengers Tower. Boah, geil, guck mal da. Der Avengers Tower. Geil. Warum ist das hier so rot? Für dieses Motiv sind Harry und ich eine uralte, rostige Feuerleiter hochgeklettert. Das war's wert. Danach lief ich MJ über den Weg. Wollte Hey und Hi gleichzeitig sagen. Heraus kam ein Yay. Yay. Ach. Ich glaube aber, Harry ist verliebt in Mary Jane. Man hat es irgendwie in seinem Blick gesehen. Das war so ein richtiger, eifersüchtiger Blick, fand ich. Ich weiß, ich hab sie irgendwo hier drunter gelegt. Aha, hab sie. Oh, Mist. Ach du Scheiße, und jetzt? Jetzt haben wir die Arschkarte. Geh weiter, geh weiter! Harry sieht. Harry. Pete sieht aus wie einer von den Backstreet Boys, seid mal ehrlich, Leute. Okay. Das finde ich auch eine chillige Mission hier. Jetzt noch richtig zusammenmischen. Das müsste seinen Spinnensinn klingeln. Na also. Noch ein bisschen genommen. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, safe durch den Schacht, wo man da... Ich sollte wirklich rausfinden, wie ich die Kapazität dieser Dinger erhöhen kann.
Und jetzt zu Harry in die Turnhalle. Kapazität. Harry wird das schon safe erwischt. Die Turnhalle ist auf der anderen Seite des Ventilators. Ja, gerne. Dann wundern sich alle, warum die Klimaanlage aus ist, ey. Mein Rucksack. Den hatte ich ganz muss aber sagen, ich bin ein bisschen so leicht enttäuscht von der Grafik. Leicht. Also, ich zocke jetzt da nicht auf dem Performance-Modus, sondern auf diesem Leistungsmodus. Also, nee, doch, ich zocke auf dem Performance-Modus, glaube ich. Also, dass wir 60 FPS haben. Man kann ja auch machen, dass die Quali besser ist. Dafür halt keine 60 FPS. Oder man kann auch 4K einstellen. Aber ein bisschen... Ich kann dem Kerl nicht entkommen. Erwartet von der Grafik. Ich muss ihn ablenken, um hier rauszukommen. Ablenken. Ah, mit R3. Ablenken, Alter. Warte mal, da haben wir Luftballons. Was war das? Ich mach mich aus dem Staub. Du kannst bleiben, wo du willst, Junge. Lauf nicht weg. Bisher wurden wir kein einziges Mal erwischt, Leute. Wollen gut, wie wir das machen. Harry ist schon in der Turnhalle. Schnell! Wo ist denn die Turnhalle? Bestimmt hier rein, oder? Muss mal hier ein bisschen um. Junge, ich krieg richtige Schul-Vibes wieder. Findet ihr nicht? Ich habe wieder voll die Vibes, so wieder an die Schule. Aber manchmal denke ich da wirklich an die Schulzeit auch zurück und denke mir, ey, eigentlich war das eine schöne Zeit. Vor allem denkt man dann noch an diese Momente, wenn man noch mit seinen alten Schulfreunden unterwegs war und jetzt einfach gefühlt mit niemandem mehr Kontakt hat. Ich würde gerne mal jetzt alle 10 Jahre später, das ist wirklich 10 Jahre her, nachdem wir alle Abi gemacht haben, jetzt mal alle treffen und von allen mal hören, was sie gemacht haben, was aus denen geworden ist. Kinder gegründet, Familie gegründet. Würde ich gerne mal wissen. Das wäre echt mal schön, so ein Klassentreffen. Vielleicht leite ich mal sowas in die Wege. Vielleicht hat mich Spider-Man gerade dazu gebracht, mal wieder ein Klassentreffen zu organisieren. Rightfield, Rick. Ich muss ihn von der Tür weglocken. Lock mal ihn weg. Sorry für das Chaos, Rick. Okay. Jetzt kann keiner mehr sagen, dass es hier nicht spukt. Kein Geist. Nur eine Spinne. Ich glaube, ich spinne, Leute. Ja. Und als ob man es nicht hört. Wenn du dieses Psst machst. Oh, oh. Ach, scheiße, Alter. Warum klingelt sein Spinnensender nicht? Ich dachte, du wurdest erwischt. Schnappen wir uns den USB-Stick und hauen ab. Los, durch die Turnhalle. Wisst ihr, wann ich sowas gemacht habe? Früher. Es kommt alles wieder. Das war irre. In der Schule, in der Pause. Nur, dass uns niemand auf den Fersen ist. Das heißt, wir haben Zeit für ein paar Körbe. Sicher, dass du dabei bist? Die Frage ist, bist du's? Oh. Beweis es, Großmaul. Etwas rostig, kein Ding. In der Pause wurde ich immer erwischt, als ich in den Gängen gerannt bin. Wir hießen dann Gangrunners. Das war unser Spitzname, Gangrunners. Oha. Cursor links neigen und R2 zum Werfen oder Schießen. Cool. Boah, wie einfach. Ich bin so happy, dass es dir besser geht. Ernsthaft. Danke. Hey, ich weiß gar nicht, wie Mays Haus jetzt aussieht. Gibt nichts zu sehen. Ich hatte Mark viel zu Jordan. Tun und ich weiß nicht. Ist komisch, es zu verändern. Verstehe. Das muss wirklich hart sein, Pete. Keine Eile. Okay, dann mal los. Guck mal, easy. Ich kann sowas sehr gut, weil ich bin doch NBA-Profi, Leute, ihr wisst doch. Wenn MJ einzieht, hilft sie vielleicht mit dem Haus. Ah, ich weiß nicht. Würde sie nicht? Ich weiß nicht, ob sie einzieht. Oh. Ah, tja. Ich dachte, es läuft gut zwischen euch. Sie war will nicht, dass ihr? Es gut läuft. Wir kriegen es schon hin. Wie immer. Irgendwann. Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl bei Harry. Findet ihr nicht auch? Man hat irgendwie so ein komisches Gefühl, sag ich euch ehrlich. Sehr schön. Wie steht's denn? Drei hintereinander, was geht denn hier ab? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber Pete sieht echt anders aus. Danke als fürs Herbringen. 1, ne? Das hab ich gebraucht. Ich auch. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich kenne diesen Blick. Was hast du vor? Weißt du noch, wo dein alter Spind ist? Das ist geil mit den Flashbacks. Was meinst du, wo der Wachmann ist? Bestimmt noch im Ostflügel. Holen wir den USB-Stick aus deinem Spind und weg hier. Aber wer kennt's nicht früher, die gute alte Zeit, wo man Scheiße gebaut hat, noch im Fußballverein. Ich habe damals von deinen kaputten Laptop bezahlen. Autos habe ich diese Ventilkappen geklaut und von Fahrrädern. Und dann wurde ich erwischt damals.
ich Background-Sänger in einfach erwischt. Er wird damit davonkommen. Wir zahlen es ihm heim, indem wir morgen gewinnen. Einfach habe ich geklaut. Wurde einfach erwischt. Alle wurden nicht erwischt. Ich mach's einmal, wurde direkt erwischt. Dem habe ich sein lassen. Ja. Boah, die ganzen Pokale hier. Was ist das für eine Riesenschule aber auch, ne? Endlich. Schnell, oh, oh. Geh da drunter. Ja. Als ob der mich nicht sieht. Muss aufpassen, ja. Ich muss ihn zum Aufzug locken. Ich habe diese Etage dreimal überprüft. Das ist eine verdammte Gänsejagd. Ist da jemand drin? Was ist da los? Okay, schnell, raus. Fahr lieber mal weg, ja, Alter. Geht mir auf den Sack. Er spukt hier. Harry? Er ist weg. Oh, echt Glück gehabt. Oh, ja. Das ist mein Spind? Was ist das? Wie hast du... Na los. Nimm es. Was ist das denn? Oh, shit. Wer ist da? Oh, oh. Netter Zug. Gehört dieser Typ auch dazu? Nope. Lauf! Hey! Oh, oh. Alter, wir landen im Knast! Nicht, wenn er uns nicht erwischt. Was ist denn das? Das sieht doch gerade aus wie ein Anzug. Das ist nicht die Art von Nostalgie, die ich mag. Hast du den USB-Stick noch? Ja. Wir müssen bloß durch diese Türen. Fast geschafft. Aufmachen, Polizei! Ja. Ich hab die Cops gerufen, jetzt kriegt ihr Ärger! Lauf! Aber halt sie noch kurz zu. Ich hab eine Idee. Was soll ich tun? Den ist das doch mich voll einfach. Mich lassen! Junge, der könnte mit einem Finger die Tür zuhalten. Oh nein. Polizei, los jetzt! Komm schon. Hey, haben Sie uns verständigt? Och nein. Ja, sind wir irgendwo? Okay, ihr zwei schwärmt aus, während ich seine Aussage aufnehme. Och nö, Alter. Du musst den Wachmann alleine erwischen, um den Stick zu bekommen. Sie sind irgendwo hier drin! Und die Wache alleine ist. Wir suchen Sie, aber wir brauchen Ihre Aussage. Was haben Sie? Ich muss noch was einfallen lassen. Also da ist die Wache, ne? Das ist der. Das ist der Hausmeister. Hat Geräusche gehört. Die Lenker gehen ab, Alter. Aber er verhält sich bei sowas manchmal komisch. Komisch? Im Sinne von lustig oder. Ach, er zieht vor einige Schlüsse. Er glaubt an einen Geist hier in der Schule. Aber das ist kein Geist. Nur ein paar Bengel. Also, mehr als einer? Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute es. Wow! Was haben Sie wirklich gesehen? Nummer 1. Kommt schon, wir wissen, dass ihr hier drin seid. Da kann man... Genau da. Man denkt einfach Silvester hier, manchmal Alter. Platzen sie ohne Grund. Da ist auch noch was. Gut. Jetzt muss ich nur noch den letzten ablenken. Hä? Mal. Warum sind da die Bälle? Ach so, das. Ja, okay. Nicht bewegen. Ich bin gleich zurück. Die Frage ist, wo ist aber die Wache? Allein. Und jetzt präsentiere ich den Kopfübertaschendieb. Wo ist denn die Wache? Da vorne ist er. Bengel denken, ich hätte Zeit für ihre Streiche. Oben ist er hoch. Gut. Sie wartet bestimmt. Damit komme ich direkt über ihn. Aber nein. War der das? Ich muss hier einem Haufen hormongesteuerter Querulanten hinterher. Was war das? Junge, Junge. Wie soll ich jetzt von hier wegkommen? I just wanna tell you how I'm feeling. Verdammt, Sie sind im Büro! Understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Okay, never gonna run around. Save you. Da, 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 da. Geiler Song. Geil. Alles okay? Ja, Bruder, Alter, die hohen Polizei, nur weil jemand in die Schule einbricht. Das sind nicht die Cops. Bei mir ist das sein Vater. Das ist mein Dad. Heiliger. Norman Osborn.
Oh oh. Dad, ich wollte doch anrufen, wenn ich zu Hause bin. Deine Mutter? Was ist los? Peter, entschuldigst du uns einen Moment? Mit dieser Tag kommen, leider. Harry, was ist das? Ich glaube ja immer noch, dass unsere Präsentation gewonnen hätte. Der Parker Kofan, in den letzten 10 Jahren ist viel passiert. Ein Wunder, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance. Und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Wow, das ist ganz schön viel auf einmal. Komm doch morgen mal ins Labor und sieh's dir an. Oh, oh. Du hast ein Labor? Ich zeig dir meine Ideen, dann können wir weiterreden. Okay? Klar. Meint ihr, Harry weiß, dass Peter Spider-Man ist? Oder meint ihr, der weiß es nicht? Wir werden die Welt heilen. Ich glaube, er weiß es noch nicht. Aber guck mit. Guckt euch das Wasser an! Oh oh, ich glaube, das ist dieser Raven. Einfach 3D, Alter, kommt er mir entgegengeflogen. Mit seinen Propeller-Dingern da. Und bestätigt. Strike Force K1 im Anflug. Statusmeldung. Die Villa und die Arena sind fast fertig. Aufklärungseinheiten melden. Black Cat. Sandman ist uns entkommen. Rückeroberung geht nicht. Dann war er nicht der Richtige. Verstanden. Ich erwarte Befehle, Sir. Bereiten Sie sich auf die Versetzung vor. Und versagen Sie nicht. Schon wieder. Geil, was das aussieht, ne? Ich das mal mit der Grafik, Alter. Also jetzt sieht's geil aus, so von oben. Miles Morales. Applicant Name. Write a personal statement in 500 Wörtern oder weniger. Digga, hängt der gerade an der Decke oder was macht er da? Morales. Hä, was? Hä? Und mir ist schon langweilig. Guck dir das mal an, Alter. Ist das ein fauler Sack? Miles. Der Teil war so geil, Miles Morales zu spielen. Hat so Bock gemacht. Hey Miles, hast du zu tun? Ich brauche. Was es auch ist, bin dabei. Ich brauche Hilfe beim Babysitten im Raft. Klingt gut. Sag's mir unterwegs. Vielleicht spielen wir Miles wieder, ne? Also, es gibt, sorgt auf jeden Fall. Guck mal, so ein Anzug. Ja, das ist okay, der blaue Anzug. Können wir mal ändern. Ich finde den jetzt nicht so nice. Ist okay. Oder was sagt ihr? Oh mein Gott. Foto von seinem Vater. Sieh mich nicht so an, Dad. Ich mach nur eine Pause. Weiß noch ganz genau. Wenn er gestorben ist. Wie läuft's mit dem Aufsatz? Ganz gut. Ach, die Mutter, die kennen wir auch noch. Muss aber kurz mal weg. Pete braucht meine Hilfe. Wir wollen nur... Ich verzichte lieber auf die Einzelheiten. Mach dir keine Sorgen, Ma. Einen Moment, bitte. Du hast doch in letzter Zeit abends öfter mal länger gearbeitet. Genauso war es bei mir auch. Naja, nicht wirklich. Sieh mich nicht so an, ich stecke nicht in Schwierigkeiten. Es ist nur... Ich war ein paar Mal aus. Dates, eigentlich. Ach so. Und da ist dieser eine Mann, den ich ein paar Mal traf. Und es... Naja. Es hat gefunkt. Es läuft gut. Ma, was willst du mich fragen? Ich würde ihn gern einladen. Zum Pastelon.
Ich kann bestimmt irgendwelchen Spinnenkram machen. Damit ihr allein sein könnt. Nein, ich möchte, dass er dich kennenlernt. Und dass du ihn kennenlernst. Aber wenn dir das unangenehm ist, verstehe ich das. Ma. Bei Pastelon bin ich immer dabei. Pastelon, bei Pastelon. Weißt du, das ist ein Pastelon. Bis dann. Okay, natürlich. Der blaue Anzug sieht vielleicht auch cool aus. Müssen wir jetzt mal von oben schauen. Boah, das sieht jetzt schon cool aus. Mit der Maske. Ich sollte jetzt zum Raft. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Endlich wieder schwingen jetzt, Alter. Da habe ich Bock drauf. Alter, wie geil. Vielleicht guck mal. Können mir die Windkanäle helfen. Setze den Netzflügel im Windkanal ein, um die schnelle Stadt zu schwingen. Okay. Netzflügel. Was ist das denn? Da ist noch einer. Hä? Wie geil ist das denn, Alter? Warte mal, fliegt der? Das wäre ja Superman. Wow! Langsam habe ich den Dreh raus. Alter, das ist ja echt krank, weil da einfach ein Durchzug ist hier, ey. Guck mal, wie schnell? Was geht hier ab? Oh, das ist echt geil, Mann. Wuhu! Noch ein Aufwind. Oh, oh. Ich check mal die Aussicht. Der Wind ist einfach cool. Boah, ist das geil. Hey, Miles, ich bin gleich beim Raft. Bist du auf dem Weg? Aber klar doch, wen sollen wir babysitten? MJ hat gestern den Tipp gekriegt, dass Scorpion nach Ravencroft verlegt wird. Die Ressourcen werden knapp, seit Sandman bei ihm ist. Scorpion rastet manchmal richtig aus. Ich werde da sein. Boah, das macht aber auch so Bock hier einfach. Einfach hier rumzuschwingen, Leute, sag ich euch ehrlich. Guck mal, da ist jetzt auch wieder hier. Kanal hier. Hey, noch schnell, einer von ne? Erinnerungskristall. Ich sollte mich drum kümmern. Ja, wir können doch mal vielleicht im Stream ein paar Nebenmissionen machen. Das wäre vielleicht eine Idee, so. Kann man mal gucken. Ich weiß nicht, Leute. Könnt ihr mal sagen. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt hier im... Alter. Ey, wie schnell das ging. Das stand doch gerade noch, ich schwöre es euch. Das stand gerade noch über 1000 Meter. Guck mal jetzt. Nur noch 400. Ey, das Schwingen, das macht einfach so Laune, ne? Ohne Scheiß. Okay, gedrückt halten für Lufttricks. Guck jetzt. Warte. Ja, cool. Schade. Hey Mann, schön, dass du hier bist. Scheint gerade rechtzeitig. Rhino? Ist das Rhino? Immer weiter, Gargan! Ich erinnere mich irgendwie an Cell von Dragon Ball, Alter, mit seinem riesen Schwanz. Bereit für den nächsten. Den nächsten? Ich dachte, wir babysitten heute nur Scorpion. Das war gar nicht Brian, was war das? Die Echse? Ich warte, nee. Warte, nee. Oh, oh. Er ist sauer, weil er seinen Vater umgebracht hat. Miles. Er hat seinen Vater umgebracht, ne? Und der mit dieser Bombe, war er das? Miles. Schon gut. Ich bin okay. Bisschen früh für Feuerwerk. Wir müssen los. Was geht denn jetzt ab, Alter? Was ist das? Rot, gelb. Wenn diese. Schauen Sie, dass die Gefangenen sicher sind! Ich übernehme links. Schützen Sie das Schiff! Bei mir formieren! Oh, die unsichtbaren Schiffe. Ach du Scheiße. Boah, das ist ja verrückt, Alter. Los, los!
Oh oh, die sehen alle böse aus. Darf ich denn? Ja! Ich hätte mich wirklich aufwärmen sollen. Dein Kopf gibt eine schöne Trophäe ab. Dein Kopf gibt eine schöne Trophäe ab. Und genau da, wo es am spannendsten ist, machen wir bei der nächsten Folge weiter, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Morgen geht es direkt weiter mit der nächsten Folge. Diese Folge ist hier wieder vorproduziert. Daumen da lassen, abonnieren. Beim nächsten Mal werden wir natürlich auch die Schwierigkeit höher stellen. Und da sehen wir uns dann wieder, wenn es wieder heißt Spider-Man 2. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.